12 Musiker auf der Bühne, gefühlte 17 ganz starke Charaktere und gefühlte 36 Instrumente. Wir haben jetzt 1800 Konzerte ungefähr in 25 Ländern auf Afrika, Amerika, Europa, Asien, Australien, überall, außer Antarktis und Mond. Und da wollen wir noch hin. Als wir angefangen haben, waren wir 5, 6 Leute, dann waren wir mal 12, dann waren wir mal 16, dann waren wir mal 23. Heute sind wir 12 und es ist eine feste Besetzung und die macht alle Touren, die macht alle Konzerte und es ist also sozusagen eine ganz feste Band geworden. Ich glaube tatsächlich, Sie sitzen bis in Ihre eigene Referenz, ihr eigener Kasten. Unsere Musik heute ist eigentlich, finde ich, wirklich die Essenz von dem, was aus uns kommt. Sprich, eigene Kompositionen, eigene Texte, viele Texte auch dann irgendwann auf Deutsch. Das war für uns dann auch neu. Ich spreche Französisch, deswegen haben wir auch viele französische Texte. Christopher ist halber Engländer und haben wir also auch viele Texte auf Englisch. Und so kommt es zusammen. Und das wiederum begründet auch so ein bisschen, wieso das international dann doch auch ganz gut funktioniert. Ich sehe oder höre meistens im Kopf Dinge viel früher, als die meisten Leute das sehen oder hören. Und denke ich, das passt mit dem. Wir haben auch noch Stücke, traditionelle Stücke aus anderen Ländern. Klar, alles, was uns gefällt, nehmen wir. So machen wir gerne und spielen wir gerne. Und was immer noch echt an allererster Stelle steht, ist, dass man, das klingt immer so blöd, aber Spaß hat beim Spielen. Ich wache ja mit den 17 Hippies auf und wir sehen uns am Frühstückstisch, wenn wir auf Tour sind. Guck mal, wir sind in Australien. Da, 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 man macht dieses und jenes. Und dann denkt man, oh, weißt du was, wo sind wir? Petra, Jordanien. Und wir sehen uns mittags in der Stadt, weil wir alle in denselben Fußgängerzonen umherlaufen. Wir touren in so vielen verschiedenen Ländern, dass man sich lieber vorher keine Vorstellung davon machen sollte, weil es ist immer anders. Dann sehen wir uns abends auf der Bühne und nach der Bühne sehen wir uns dann noch im Restaurant. Du denkst, ah, Algerien wird so sein, Algerien ist ganz anders. Ah, China wird so sein, China ist ganz anders. Du fährst nach Spanien. Spanien, ah, wie sind die Leute, sind die wie die Franzosen? Nein, die sind gar nicht wie die Franzosen, natürlich. Du fährst nach England. Ah, wie sind denn jetzt die Engländer drauf? Dieses Reisen ohne Tourist zu sein, ist etwas, was ich ganz großartig finde. Dass man irgendwo hinkommt, es ist fremd, es ist exotisch. Und trotzdem weiß man, dass man abends was zu tun hat. Und beim zweiten Mal Osnabrück denkt man ja nicht, schon wieder Osnabrück. Man denkt ja, man denkt es schon. Wenn man ehrlich ist, denkt man schon, man kommt so rein und denkt auch, schon wieder Osnabrück. Aber wenn man auf der Bühne steht, denkt man, boah, es ist ein Privileg, dass ich das machen darf, was ich tue. Ich könnte nur auf Tour sein. Wir haben einen Verlag, wir haben ein Label. Wir machen unsere Grafik selber, wir produzieren unsere CDs selber, wir machen sozusagen alles mehr oder weniger selbst. Was sich einfach ergeben hat in den letzten 15 Jahren, dass es bei der schieren Masse an Leuten immer jemanden gab, der das, was gerade gebraucht wurde, machen konnte. Kiki sagte mal, Christopher, deine Rolle ist sowas zu sagen wie, da hinten auf den Berg, da wollen wir rauf. Ich finde, so im normalen Leben gibt es Leute, die sind besser organisiert, manche sind total verpeilt. Also Kiki organisiert es, wie man das macht und die anderen sagen, hey Christopher, mal, du bist mal langsam. Auf halbem Weg sagt sie, Christopher, wir sind fast da. Und ich sag, wo? Und sie sagt, na, auf dem Berg. Und ich sag, auf welchem Berg? Weil ich es schon wieder vergessen habe, weil ich habe dann schon wieder zum Beispiel den See da im Blick oder irgendwas ganz anderes. Aber in der Band, muss ich ganz ehrlich sagen, es lässt sich total einfach organisieren. Irgendwie gut, wir sind natürlich auch alle erwachsene Menschen und sind nicht mehr Anfang 20. Und ich würde mal sagen, ob man dann 3 oder 10 oder 12 Leute ist, das ist dann ein bisschen egal. Bei vielen Leuten ist es immer einfacher, so mit der Kommunikation. Es ist auch ein bisschen einfacher, wenn man sich irgendwo mal auf den Senkel geht, dass man sich irgendwie wieder versteht, weil es gibt jetzt nicht so eine Front gegen 2 andere oder 3 gegen einen, sondern dazu hat man halt immer dann doch echt mindestens 11 Leute, die dann helfen, dass irgendwas wieder so ins Gleichgewicht kommt oder ins Lot sich bringt. Weil wir uns nie einig drüber sind, was wir tun und wie wir es tun und wohin wir fahren und ob wir fahren. Und man muss in diesem Falle seit 15, 16 Jahren Überzeugungsarbeit leisten. Und ich werde schon ausgelacht für meine Aussagen, aber auch das ist mir egal.
Sagen wir so, wir sind eigentlich wie so ein kleines Dorf. Also so jeder weiß, wo er seinen Posten hat, jeder weiß, wo er so seine Stelle in dem Ganzen hat. Und jeder kennt auch so ein bisschen die Konflikte, die entstehen können. Und jeder weiß aber auch, was auf der Bühne zum Beispiel ist es eigentlich immer toll. Und ja, das sind die 17 Hippies. Also es gibt nicht irgendwie einen, der herausgestellt wird, sondern es sind wirklich 12 Musiker, die voll zur Geltung kommen. Ich bin die Rampensau, ich bin der Opposition und ich bin geil. Punkt. Vor einem Jahr hat jemand gesagt, ihr seid gar nicht in den Charts, euch gibt's gar nicht. Da dachte ich, wie toll ist das denn? Ich gehe zum Publikum und sage, hey, ihr paar tausend Leute, ihr seid gar nicht da. Wir sind alle nicht da. Wir existieren alle überhaupt nicht. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als die Hippies allein. Okay.